So, hallo, ich mache jetzt noch mal ein etwas längeres Video, in dem ich vorstelle, wie ich unseren Livestream-Infoabend an der Grundschule durchgeführt habe. Ich habe hier, wie ihr hoffentlich jetzt seht, noch mal die YouTube-Seite dazu aufgerufen. Das heißt, wir hatten jetzt vor gut 2 Wochen einen Elternabend, Infoabend für die Eltern der Schulneulinge. Normalerweise haben wir den immer in der Schule, bei uns im Medienraum, also unserem größten Raum, wo wir am meisten Eltern reinbekommen. Und da haben wir eine PowerPoint, die wir den Eltern zeigen, dazu natürlich einige Dinge erklären, unsere Konzepte vorstellen und dann können die Eltern nachher Fragen beantworten, die sie rund um die PowerPoint und rund um die Einschulung haben. So, durch Corona war das in diesem Jahr nicht möglich und wir haben im Grunde gar nicht lange überlegt, welche Möglichkeiten es gibt. Einerseits war es die Möglichkeit, das Ganze abzusagen und die andere war eben, das Ganze irgendwie anders in die Wohnzimmer oder in die Häuser der Eltern zu bekommen. Und dann kam mir natürlich direkt in den Sinn, wieso machen wir nicht einen Livestream? Und dann habe ich ein bisschen überlegt, welche Möglichkeiten es für Livestreams gibt. Natürlich ist mir sofort YouTube eingefallen und ich habe aber gedacht, ja gut, YouTube mit Datenschutz und so weiter und so fort ist nicht unbedingt ganz einfach. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Und dann habe ich aber geguckt, was es so an Open Source Tools gibt, die man vielleicht selbst hosten kann. Und da war aber nicht so richtig dabei, was mich überzeugt hat. Und dann habe ich gedacht, gut, machen wir es eben mit YouTube. Unter anderem auch deswegen, weil man während eines Livestreams bei YouTube auf der neben dem Video einen kleinen Live-Chat hat. Also normalerweise hier an der Seite würde jetzt, wenn es ein Livestream wäre, eben der Chat laufen, wo die Eltern dann die Fragen stellen können während der Präsentation. Man merkt das auch, wenn man sich diese ganzen fast 2 Stunden angucken würde, sind da eben zwischendurch Fragen gekommen von Eltern, die ich dann direkt aufgegriffen habe. Was ich einfach unglaublich praktisch finde, denn ich möchte ja nicht nur den Eltern eine Präsentation zeigen, sondern so ein Infoabend lebt ja auch von der Interaktion mit den Eltern, dass die Eltern ihre Fragestellungen loswerden können und nachher mit einem guten Gefühl aus diesem Elternabend rausgehen können und sich eben gut informiert fühlen. So, also ein Baustein wäre eben der Live-Chat. Und für Eltern, die keinen YouTube-Account haben, habe ich noch andere Möglichkeiten eingebaut. Da komme ich vielleicht dann gleich zu, was das für Möglichkeiten gewesen sind. So, jetzt ist die Frage, wie kriegt man so eine PowerPoint in den YouTube-Livestream rein? Dazu gibt es eine kostenlose Software. Und die heißt OBS Studio. OBS steht für Open Broadcaster Software. Und diese Software gibt es kostenlos für alle gängigen Systeme, also Windows, Mac und Linux, wie man hier auf der Homepage sieht. Und diese Software macht im Grunde nichts anderes, als dass sie mehrere Video- und Tonquellen, die ihr auf eurem Desktop-Rechner habt oder auf eurem Laptop habt, zusammenstellt, abmischt und live ins Internet überträgt zu YouTube. Und YouTube ist dann derjenige, der das Ganze ausstrahlt. Man kann mit OBS Studio auch noch andere Dienstleister bedienen, Twitch und andere Protokolle. Da habe ich mich aber gar nicht weiter mit beschäftigt, denn für mich war wichtig YouTube. Und OBS Studio kann ich eben YouTube mit bedienen und dann war das für mich ganz gut. Es gibt zu dieser Software sehr viele sehr gute Tutorials bei YouTube. Das ist eine Software, die ist gerade in der Gaming-Szene sehr beliebt. Weil da die Gamer nämlich im Grunde sich beim Spielen abfilmen können und noch ein kleines Bildchen, einen kleinen Livestream von der Webcam einbinden können. Von daher ist man wirklich, wenn man sich in die Software ein bisschen tiefergehender einarbeiten möchte, als dass ich es, wie ich es jetzt kurz zeige, findet man wirklich zahlreiche gute Tutorials bei YouTube. Also da muss man keine Sorge haben, dass man sich nicht in diese Software einarbeiten kann. So, wenn man diese Software runtergeladen hat und installiert hat und die startet, sieht die ungefähr so aus. Es kann sein, dass beim allerersten Start, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, so ein paar Dinge für die Ersteinrichtung abgefragt werden. Es kann auch sein, dass da eben abgefragt wird, über welchen Dienst der Stream stattfinden soll. Ich gehe jetzt mal ins Einstellungsmenü, um nochmal diesen Schritt zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Also für den Stream muss man sich eben für eine Plattform entscheiden und ich entscheide mich eben für YouTube. Bei Server kann man hier den Primary Server eingestellt lassen und jetzt muss man einen Stream-Schlüssel eintragen. Und diesen Stream-Schlüssel bekommt ihr bei YouTube.
Und das wäre jetzt im Grunde auch der allererste Konfigurationsschritt, nämlich dass man ein YouTube-Konto hat. Entweder ein persönliches, dann würde auch der Livestream über den persönlichen YouTube-Stream ablaufen, oder eben die Alternative wäre, dass man für die Schule ein YouTube-Konto einrichtet, so wie ich es hier gemacht habe. Und ich denke, das ist durchaus was, was Potenzial hat, wo man in Zukunft eben auch noch verschiedene andere Videos für die Eltern anbieten kann. Und vielleicht sogar auch in Zukunft solche Elterninformationsabende auch über YouTube zu streamen. Weil das Feedback, was wir bekommen haben, war durchweg positiv, und vor allen Dingen wurde eben sehr positiv hervorgehoben, dass zum einen dadurch beide Elternteile am Infoabend teilnehmen konnten. Normalerweise ist es ja so, dass ein Elternteil zu Hause bleiben muss, um beim Kind zu bleiben. Und dass vor allen Dingen auch Alleinerziehende die Gelegenheit hatten, ohne Babysitter, ohne auf Eltern zurückzugreifen, an diesem Infoabend teilnehmen konnten, was wirklich sehr positiv ist in diesem Fall. So, wenn ich ein YouTube-Konto eingerichtet habe, dann brauche ich, um Livestreamen zu dürfen, ein bestätigtes YouTube-Konto. Wenn man das allererste Mal einen Livestream startet und das Konto ist noch nicht bestätigt, wird man von YouTube dazu aufgefordert, das Konto zu bestätigen, und dann muss man nochmal 24 Stunden warten, ehe man wirklich Livestream kann. Das heißt, ich empfehle euch auf jeden Fall schon mal vorab einen Testlauf zu machen, ob der Livestream überhaupt funktioniert. Das habe ich auch mehrfach gemacht. Das heißt, ich habe von hier zu Hause aus gestreamt, und meine Schulleiterin hat sich dann von ihrem Zuhause aus angeguckt, wie der Livestream so abgelaufen ist. Das ist überhaupt kein Problem. Also, wenn man bei YouTube dann eingeloggt ist, klickt man hier oben auf das Plus. Und geht nicht Upload Video, sondern man macht Go Live. Ich glaube, ich bin jetzt gerade in englischen Einstellungen. Das sollte aber nicht weiter stören, denn das, was wir an Einstellungen brauchen, das kriegen wir gleich so ganz gut hin. So, wenn man dann auf Go Live geht, dann lädt YouTube sein neues YouTube Live Studio. Es kann sein, sehr gut sein, dass man auch damit diese ganzen Einrichtungen machen kann. Ich habe auf Stream Now Classic geklickt, und dann landet man wieder in einer Ansicht, die mehr nach YouTube aussieht, um seinen Livestream einzurichten. Jetzt gucke ich doch mal gerade, ob ich hier kurz die Sprache umstellen kann. Nee, kann ich nicht. Okay, dann machen wir es auf Englisch. Auf Deutsch ist es im Grunde das Gleiche, an den gleichen Stellen, nur eben besser übersetzt. So, was ich brauche, ist hier unten den Code. Wenn ich jetzt hier auf Reveal klicke, auf Deutsch steht er, glaube ich, anzeigen, dann würde der Code angezeigt werden. Das mache ich jetzt nicht, weil dieser Code ist durchaus heikel. Denn mit diesem Code kann jeder über euren Account einen Livestream durchführen. Ja, das heißt, es ist im Grunde so ein Passwort, was ihr natürlich geheim halten solltet. Also, ihr zeigt, lasst euch diesen Code anzeigen und könnt ihn dann eben rauskopieren. Und den Code, den ihr hier rauskopiert, den könnt ihr dann nachher hier in OBS Studio einfügen. An die Stelle wird es eingefügt, und danach klickt man auf OK, und dann ist das gespeichert, und dann könnte man direkt anfangen zu streamen. So, man kann dann zusätzlich noch ein paar Dinge einstellen für den Stream. Und zwar kann man hier einen Titel eingeben und eine Beschreibung. Die wird unter dem Stream dann eben angezeigt. Und ich hatte in die Beschreibung reingeschrieben, welche Möglichkeiten es eben noch gibt, während des Streams Fragen zu stellen. Und zwar habe ich einerseits die Möglichkeit gegeben, dass man während des Livestreams eine E-Mail schreibt. Für die, die mit den anderen Möglichkeiten gar nicht zurechtgekommen sind, die konnten eine E-Mail schreiben. Ich hatte überlegt, ob ich parallel noch die Möglichkeit gebe, auch per WhatsApp Fragen zu stellen. Allerdings hätte ich dann einen schulischen WhatsApp-Account einrichten müssen und so weiter und so fort. Das war mir ein wenig zu umständlich. Ich habe mir gedacht, die kann YouTube-Chat nutzen, die können E-Mail schreiben, und ich habe ein Etherpad erstellt und dieses Etherpad eben verlinkt und auch nochmal auf unserer Schul-Homepage eingebunden, also als iFrame eingebunden, sodass die Eltern auch da Fragen stellen konnten, auch schon im Vorfeld. Und das haben einige Eltern wirklich gemacht. Die haben da vorab einen riesengroßen Fragenkatalog reingepostet, was sehr positiv gewesen ist, denn so konnte man nachher in der Fragerunde sehr viele Fragen beantworten. So, also diese Informationen eintragen, hier unten den Stream, den Key kopieren, und das ist im Grunde schon alles. Jetzt muss ich gerade überlegen, es gab noch eine Möglichkeit.
Genau, man kann hier einstellen, wie sehr der Stream optimiert werden soll. Man kann den Stream eben so einstellen, dass er eine sehr kurze Latenzzeit hat. Latenzzeit ist die Verzögerung zwischen meinem Sprechen und dem Aussenden. Wenn man das auf normal lässt, dann sind das ungefähr 10 bis 20 Sekunden Verzögerung. Es wird einem dann nicht gelingen, den Stream selber live mitzuverfolgen. Ich habe das an dem Abend so gemacht, dass ich eine Kollegin zu Hause hingesetzt habe, gesagt, bitte setz dich hin, verfolge den Livestream und sobald irgendwas nicht funktioniert, man uns nicht hört oder sonst irgendwas nicht in Ordnung ist, ruf mich bitte auf meinem Handy an, dann weiß ich Bescheid und dann können wir da eben entsprechend reagieren. Ja, weil selber, wenn man selber gerade die Präsentation hält, auch noch dabei den Stream im Blick zu halten, ist eigentlich nicht möglich. Einmal ist man so beschäftigt in der Zeit und man hat diese Latenz, die mich persönlich sehr, sehr ablenkt. So, also das kann man noch eintragen. Und jetzt muss ich gucken, irgendwo konnte man eigentlich auch noch einstellen, dass der Stream nur über den Link erreichbar ist und nicht bei YouTube selbst. Bin ehrlich, ich finde diese Einstellung jetzt gerade nicht. Das konnte man irgendwo einstellen. Vielleicht fällt es mir noch ein, dann schreibe ich es irgendwie in die Kommentare dieses Videos oder so. Oder ihr wisst, wie es geht. Das war auf jeden Fall irgendwo möglich, dass dieser Stream eben dann, bei Options ist es aber nicht drin. Vielleicht bei Advanced Settings. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich gucke mich mal gerade durch. Also es geht darum, dass es eben. Ne, ich finde es in der Tat nicht. Keine Ahnung. Irgendwo kann man das auf jeden Fall einstellen, dass dieser Stream nur über den Link erreichbar ist und nicht so über die normale YouTube-Suche gefunden werden kann. Okay. Peinliche Nummer in diesem Fall, aber vielleicht findet ihr es. Es geht mir häufiger so, dass ich einfach eigentlich Sachen wissen müsste, wo sie gewesen sind. Ah, hier haben wir Basic Info Public. So, und bei Basic Info können wir dann auf Unlisted stellen und dann ist der eben nur über den Link zu erreichen. Den Link könnt ihr übrigens, gehe ich jetzt nochmal hierhin zurück. Also entweder habt ihr hier halt die Möglichkeit vorab auf die Watchpage zu klicken. Dann sieht das Ganze so aus. Das ist die Seite, wie man nachher auch den Stream gucken würde, wenn er live wäre. Ja, da steht es hier, ist offline. Ja, aber darüber, über diese Adresse kommen die Eltern eben zu eurem Stream. Und wenn ihr es noch kürzer haben wollt, klickt ihr hier auf Share und dann ist hier der Code, über den die Eltern euren Livestream erreichen. Okay, dann haben wir hier bei YouTube im Grunde alles getan. Wir haben die Adresse für den Stream, wir haben den Schlüssel kopiert und in OBS Studio eingefügt. Das heißt, jetzt können wir hier weitermachen. Was wir jetzt noch einstellen müssen, wir können uns jetzt einrichten, was angezeigt werden soll. Dazu kann man hier verschiedene Szenen anlegen. Eine Szene ist immer eine Zusammenstellung aus verschiedenen Bildquellen. Ja, ich richte jetzt mal eine ganz einfache Szene ein. Das heißt, die Szene mit dem Namen Szenen gibt es schon. Die kann ich auch, wenn ich möchte, umbenennen. Da mache ich jetzt mal Webcam mit PowerPoint. Oder wir nennen sie erstmal Webcam groß, weil das war auch mein Start, dass wir im Grunde die Präsentation begonnen haben mit dem großen Webcam-Bild. So, dann kann ich im Bereich Quellen eine Quelle hinzufügen. Das ist natürlich in diesem Fall ein Videoaufnahmegerät und da gehe ich dann drauf und klicke hier auf Neu erstellen und auf OK und dann zeigt mir das Ganze die verschiedenen Videoaufnahmequellen, die wir haben. Ne? Und jetzt sieht man mich auch, wie ich hier sitze und das erst spät abends noch erkläre. So, wenn man jetzt mehrere Video-Webcams angeschlossen hat, dann könnte man hier aufklappen und noch mehr Webcams finden. Diese MJPEG-Kamera, das war ein Versuch, der nicht geklappt hat. Ich habe an meinem Laptop nur eine Kamera, die Frontkamera, und deswegen füge die hier jetzt ein. Am Abend des Livestreams hatte ich noch eine USB-Webcam angeschlossen. Das heißt, ich hatte hier jetzt zwei Webcams zur Auswahl. Ja, also ich füge jetzt erstmal die erste ein und die Position der Webcam kann ich jetzt frei einrichten. Ja, ich kann das irgendwo hinschieben, ich kann die Webcam auch kreuzen
größer und kleiner machen, so wie ich es brauche. Das heißt, wenn ich mit zwei Webcams arbeite, würde ich eine Webcam nach hier oben schieben und ein zweites Webcam wieder über Plus Videoaufnahmegerät und dann würde ich die zweite Webcam einfügen und dann wäre die da. Ja? Und dann könnte ich die auch hier positionieren und könnte eben sagen, das ist mein erstes Bild, das ist das zweite Bild, so wie wir es auch an dem Abend hatten. So, und das war dann meine erste Szene für den Elternabend, über die ich die Eltern begrüßt habe und dann war ich zu sehen und meine Schulleiterin war zu sehen. So, als nächstes kann ich dann eine zweite Szene einrichten und das ist dann zum Beispiel die Szene für die PowerPoint. Ja, da möchte ich die PowerPoint zeigen und will vielleicht entweder gar nicht eingeblendet werden oder nur weiter unten. So, jetzt kommt eine Besonderheit von Microsoft PowerPoint. Und zwar finden ja PowerPoint-Präsentationen normalerweise im Vollbildmodus statt. Und diesen Vollbildmodus kann OBS Studio aus irgendeinem Grund nicht abgreifen. Oder ich bin nicht fähig dazu gewesen, das abzugreifen. Ja, ich habe jetzt hier nochmal geöffnet meine Einschulungspräsentation. Und wenn ich die jetzt starte, muss ich gucken. Genau, dann läuft die jetzt schon im Fenstermodus ab. Ich habe das so eingestellt, mache ich das mal zu, dass die PowerPoint im Fenstermodus durchgeführt wird. Wie gesagt, Vollbild ist nicht irgendwie möglich, das Ganze abzugreifen, deswegen habe ich das Ganze im Fenster gemacht. Wenn ihr auch die PowerPoint im Fenstermodus präsentieren wollt, dann geht ihr eben auf Bildschirmpräsentation und dann gibt es Bildschirmpräsentation einrichten und irgendwo konnte man doch einrichten, dass es im Fenster sein soll. Genau, Ansicht durch eine Einzelperson, Fenster. Das ist die Art der Präsentation, die ihr auswählen müsst, damit das Ganze im Fenstermodus ist. So, und dann starte ich die Präsentation und jetzt habe ich ja hier ein Fenster mit der PowerPoint und dieses Fenster mit der PowerPoint lasse ich offen und dann füge ich jetzt hier bei der Szene PowerPoint ein, dass eine Fensteraufnahme gemacht werden soll, eine neue, okay, und jetzt wähle ich als Fenster, kann ich hier auswählen, welches der meiner geöffneten Fenster eingefügt werden soll und es soll eben das PowerPoint-Fenster sein. So, und dieses PowerPoint-Fenster kann ich jetzt auch frei verschieben. Ja, und dann sehe ich jetzt hier das PowerPoint-Fenster. So, was ich jetzt an dem Abend gemacht habe, ich habe das Ganze so groß gezogen, dass es eben Vollbild war, dass man oben und unten diesen komischen Rand vom Fenster nicht gesehen hat, ne, wo die Foliennummer angezeigt werden soll oder so. Ich hatte das eben so verschoben. Und wenn ich jetzt dazu noch möchte, dass ich unten klein zu sehen bin, dann füge ich eben eine weitere Qualität hinzu, wieder Videoaufnahmegerät und wieder die Microsoft Frontkamera. Okay, und jetzt kann ich mich, so, und ich will ein bisschen kleiner sein in der PowerPoint. Und dann, so. Und das wäre jetzt im Grunde die zweite Szene während der PowerPoint. Und das Ganze, wenn ich jetzt den Stream starten würde und ich würde in das PowerPoint-Fenster klicken und würde, dann würde der Stream laufen und würde genau diese Sachen zeigen. Ja, also wenn ich jetzt hier zu diesem Bild wechsle, dann sieht man, ne, im Stream ist jetzt auch dieses Bild angezeigt. Ja, also das funktioniert dann sehr gut. Und am Ende der Präsentation habe ich eben eine dritte Szene gemacht. Und da habe ich dann eben eingestellt, dass ich irgendwo in der Webcam zu sehen bin, die Schulleiterin in der Webcam zu sehen ist. Und dann habe ich Fensteraufnahmen eingelegt für die beiden Chat-Portale. Ja, das heißt, ich kann mal gerade nochmal, das war jetzt das Etherpad, was ich hatte. Und dieses Etherpad hatte ich in einem eigenen Fenster geöffnet. Ja, dieses Fenster ein bisschen kleiner gemacht und dann habe ich eben eine Szene erstellt, wo ich dann dieses Fenster eingebunden habe. Und genauso habe ich das mit dem YouTube-Chat gemacht. Also hier haben wir den Chat und den Chat kann man auch auspoppen, also in einem eigenen Fenster öffnen und dann kann ich wiederum dieses Fenster auch als Quelle hier in OBS Studio einbinden.
Ja, dann habe ich also insgesamt drei Szenen. Einmal die Szene für den Start, einmal die Szene für die PowerPoint und einmal noch die dritte Szene, vielleicht für den Chat am Ende, den Austausch mit den Eltern. So, wie wechsle ich jetzt zwischen den einzelnen Szenen bei der Präsentation? Das geht ganz einfach. Über Einstellungen kann ich über den Punkt Hotkeys Tastaturkürzel festlegen, wie ich zwischen den Szenen wechsle. Ja, ich habe jetzt zwei Szenen angelegt, die Szene PowerPoint und die Szene Webcam groß. Und jetzt kann ich einstellen, mit welchen Tastaturkürzeln ich dahin wechseln will. Ich habe jetzt einfach genommen Steuerung Alt zusammen und P. Ja, also das heißt, ich nehme irgendwelche Tastaturkürzel, die normalerweise nicht belegt sind. Wenn ich jetzt F1 nehmen würde, dann würde, wenn ich F1 drücke, die Hilfe aufgehen mit. Ja, das möchte ich nicht. Das heißt, ich habe jetzt für PowerPoint Steuerung Alt P und für Webcam Steuerung Alt W. Ja, und jetzt kann ich, wenn ich jetzt OK drücke und ich drücke jetzt auf die Tasten, dann wechsle ich mit dem Tastendruck zwischen diesen verschiedenen Szenen. Ja. Also auch das klappte dann sehr gut, so dass ich jetzt im Grunde schon alles fertig habe, um nachher meine Präsentation durchzuführen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Stream starten gehe, dann dauert das 5 bis 10 Sekunden, bis das Ganze anläuft bei YouTube und dann kann ich anfangen. Und sehe jetzt eben zuerst diese Szene und dann diese Szene und so weiter und so fort. Ich kann jetzt mal versuchen, in die Szenensammlung vom Elternabend zu wechseln. Also das ist auch eine Möglichkeit von Obi Studio, genau, hier sieht man das, dass man da eben zwischen verschiedenen Szenensammlungen wechseln kann. Ja, das heißt, ich hatte genau, ich hatte noch hier verschiedene andere Szenen gemacht. Das heißt, ich hatte am Anfang ein Testbild eingebaut. Das Testbild habe ich jetzt schon gelöscht, deswegen wird das hier jetzt nicht mehr angezeigt. Aber im Grunde, bevor der Stream losging, wurde die ganze Zeit dieses Bild angezeigt und es lief die ganze Zeit Musik im Hintergrund. Ja, das war also das Erste, was lief. Dann hatte ich ein, muss ich mal gerade gucken, ich hatte eigentlich noch eine Szene. Aber die sieht man jetzt schon mal gar nicht. Genau, ich hatte noch ein Intro erstellt, dann lief das Intro-Video und als das abgespielt war, dann habe ich im Grunde angezeigt, wie wir da präsentiert haben. Hier sieht man jetzt nochmal die Chat-Ansicht. Die zweite Webcam wird jetzt nicht angezeigt. Das wird auch nicht richtig angezeigt. Aber das sind im Grunde die Schritte, die man hat. Das heißt, legt euch Szenen an. Ja, spielt damit ein bisschen rum. Man kann nicht nur Fenster streamen oder Webcams. Man kann auch noch Browser-Einstellungen machen oder man kann hier auch Filmquellen, also Medienquellen anzeigen, spielt man ein bisschen rum. Ja, also das ganz Einfache reicht eben Präsentation und Webcam und wenn man ein bisschen mehr möchte, dann kommt man damit eigentlich ganz schnell zurecht. So, ich hoffe, dass ich jetzt alle Fragen ausführlich beantwortet habe. Ich habe jetzt quick and dirty hier fast 25 Minuten erzählt, wahrscheinlich mich sehr oft wiederholt und einiges nicht deutlich genug erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mich einfach an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr ja in meinem Blog. Und ansonsten Fragen in die Kommentare oder schreibt mich bei Twitter an, @Bingenberger, und dann hoffe ich, dass man mit diesem Video ein kleines bisschen zurechtkommt. Macht's gut!